Fest. Du Himmel, traurige Zöbel. What happened? Yeah, something happened. We sang a geile text and the lyrics were gone. That's right, that's right. Punk doesn't die dead, doesn't dead. And look, I think B.U.R.P. has the worst taste of any band here. No, we have. We've only started. They already won, man. You haven't heard Salsa Mix. Help me! That's right, and just to let you know, if you just tuned in, that we have this rabble in here because there is the Battle of the Bands on May 31st at the Reitschule in Bern with B.U.R.P., the Preachers for the Balloon, and the Bad Cobains. And actually, we have a little, we have a surprise tonight. We have something. Speaking of the show, we have a special game. What do we have? Free vinyl. Go for it, go for it. Okay, also, es gibt einen kleinen Wettbewerb, wo man kann gewinnen kann. Zweimal zwei Billen mit einem Nachtessen und gratis. Hi, Mom. Gratis ist Interview mit Nacht im Vlog. Nein, eben. Jedenfalls, ihr könnt euch anrufen auf die Nummer 333-5008. Ja, genau. One at a time. 3-3-5-0-0-8. Und die erste Frage ist, wie hat das Lied geheissen? Wie heisst der Bruder vom Heino? Ist jemand gekommen? Hey, sag mal die Frage. Hey, Moment, es hat schon jemand angelegt. Der fünfte gewinnt. Hallo. What, do we have somebody who's called in already? Okay. Nobody called yet. Okay. What? Yes, go for it. Also, das Nummer ist 333-5008 und jede Band stellt jetzt eine Frage und wer eine Antwort weiss, kann anrufen. 333-5008. Die erste Frage ist, wie hat das Lied geheissen, das Schöne von euch? Mit der Frauenstimme und Verspätung.
Spanisch. Hi, Mom. Und jetzt kommt die zweite Frage von der... Okay, okay, wait. Okay, wait a second. Wait a second, that's right. That's 333. What is it? 5008. Okay. Now this is what we're gonna do. You can call. We're having problems. You can call at the moment, and please keep trying to call. We're gonna go into the next song right now, which is the new Bomb Turks off their new record on Crypt Records. It's called Out of My Mind. Let's see. Im Stützli 6 schöne Maikli gesehen. Wir nennen das der Stützli Blausch, alles schauen drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was könnte schöner sein? Ja, wir gehen in Stützli 6, Stützli 6, Stützli 6. Ja, wir gehen. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Salsa Mix. Bist du noch da? Ja. Ja. Ja, mein, sag mal etwas, ja. Die Sendung einfach unerhört, dass das Punkrock-Musik-Zeug da, das kann man ja nicht hören. Ja, genau. Ja, nein, weil es ist furchtbar. Da, was da so über Radio kommt, das... Ja, das macht total krass. Was würdest du am liebsten jetzt hören? Was hast du gesagt? Möchtest du wieder ein Lied hören vom Stützli-Sex? Ja, Stützli-Sex, oh. Oder etwas über Jesus. Also, ja, nein, klar. Jesus und Stützli-Sex, kein Problem. Hier, es ist nur für dich. Nur für das Portemonnaie. Wir wollen doch heute im Stützli-Sex schöne Mädchen sehen. Wir nennen das der Stützli-Plausch, alles schauen drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was könnte schöner sein? Ja, wir gehen in Stützli 6, Stützli 6, Stützli 6. Ja, wir gehen in Stützli 6,
Also trotzdem Jean-Pierre und seinen sexuell christlichen Wünschen hier haben wir überhaupt keinen Bock mehr auf Schützensex. Nach dem kommt jetzt ein Lied, das sich jemand von der B.U.R.P. gewünscht hat. Salsa mit Nicaragua, glaube ich. I could scream, and I will too. Whee! There. You know, I'm so mad I could scream, and I will too. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, you guys, you can talk if you want. Why are you so quiet when you know that you're on, and when you don't know, you're so loud? Okay. Also, wir kommen nochmal zum Wettbewerb. Die Nummer ist immer noch 333-5008. Die erste Frage ist, wie hat das schöne Lied geheißen mit der Frau, die frühzeitig ausblendet ist worden, das Herz an meinem Leidwesen? Die zweite Frage kommt jetzt direkt vom Tiger. Direkt vom Red. Wie heisst der Schlagzeuger von der Dead Cobains? Ach Mann! Okay. Die nächste Frage kommt vom Schlagzeuger von der Dead Cobains, von Peppi. Okay. Wenn irgendjemand die Lösung weiss, kann ich jetzt anrufen auf Nummer 333-5008. That's right. That's right. We're gonna give you a little minor threat while you're thinking about it. Let's see. Hallo? Hier ist Mappi. Hey Mappi, wie geht's dir? Ich bin ein grosser Fan vom Schlagzeuger von der Dead Cobains. Keine sexistische Bemerkung hier. We have a winner, ladies and gentlemen. Moment, Verwandte und Bekannte von der
Das muss ich nicht. Ah, das geht nicht. Nein, ich bin ein anderer. Ich bin nicht die Mappi. Das ist nicht die Mappi. Nein, nein. Ich kenne die nicht. Ich bin eine andere Mappi. Ja, Strunz, gell? Mappi, Strunz. Ja, das ist klar. Hey, das ist klar. 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 Ja. I think we lost Moppy. Zajedno protiv rasizma. Hello? 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 Who's there? Der andere Lörl. Hey, Der andere Lörl. Do you want to speak with the members of B.U.R.P? Yeah. So, Jan, mach jetzt. Das wäre bis jetzt, was mich noch persönlich wundernimmt. Wieso kennst du den? Ich habe den mal in der Disco gehört. Ja, yes, super! Das war der Lori, bravo! Er gewinnt Schlüssel 6 Single vom Ballon! Ich gebe nicht! Ja! Hey, okay, er gewinnt. Er gewinnt zwei EP. No 8. Nachdem die letzte Frage korrekt sie beantwortet wurde. 8? Nein. Tschüss, Dreck. 3-3-3-5-0-0-8. Beide Fragen sind richtig. Jetzt kommt der berühmte Peppi. Er hat ja gewonnen schon. Jetzt kommt er nochmal mit einer Frage. Noch eine Werbefrage von mir. Was für eine Farbe hat der Kopfhörer vom Peppi momentan? Ich weiß nicht, was die Frage soll. Auf alle Fälle habe ich mich wissen. Und das ist auch nur jemand, der Beatman gut kennt. Ich konnte die Frage können beantworten. Und ähnlich, wenn er zuerst mal seine Socken hat, das ist schön. Yeah.
Was wollt ihr wissen? Auf den Tag genau. 3-3-3-5-0-0-8. Zwei freie Lieder. Für Lori grüße. Ja! Hey, das ist kein Liebestelefon hier, das ist so eine Kneipmeister, du bist jetzt reingekommen. Ciao! Somebody else on the air. Oh. Are you there? Irgendwie die Fahrt vom Kopfhörer von Peppi oder so muss ich. Ja, Fahrt. Ja, ja, ja. Hey, ich würde sagen, das ist Anthrazit mit dem Hang. Ja! Tu voudrais que je sois riche et beau, rassé comme un Hidalgo, qui n'a pas peur des taureaux. Toujours vivre. Avec toi, il faudrait toujours jouer. Oh, Daddy. Oh, Daddy. Porte des lilas. J'ai la passionata sur les fortifications. Je n'ai pas de châteaux en Espagne. 3-3-3-5-0-0-8-3-3-3-5-0-0-8. Hi, Mom. Hallo, meine Leute, wenn Sie wissen, was der Peppi für Kopfhörer hat oder wenn die Beat meint, das letzte Mal zocken darf. Hey Peppi, hat heute Morgen gezockt, willst du mal essen? Was Peppi? Mit Peppi! Ist wieder rausgegessen! Hey, ciao Baby! Ciao zusammen! Hey,
333-5008. Hi Mom. Hey, wann hat man echt das Bier abzügelt? Oh no! Hey Tommy, hallo. Hi Tommy. Hey Tommy. Tommy, bist du da? Ja, ja, ich bin schon da. Und, was hast du zu erzählen? Sag mal etwas. Ja, viel gibt's nicht zu sagen. Ja, was denn? Wie lange spielt ihr denn euch alle? 2 Stunden. Yeah. Aber nee. Nee. Wir sind alle auf einen. Ja, du, aber du musst jetzt irgendwelche Fragen beantworten, Baby. Das ist kein Sturm. Also cool. Und wir spielen alle auf einer Bühne gleichzeitig. Ja, und der Beatman zieht sich ab. Oh nein, nicht mal. It's true. Mama, sicher. Ja, also, das hat von mir gehört. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, frag mal an Gott, hey. Ask him the question, ask him the question. Hat der Beatman seine Socken gewaschen? Wer hat der Beatman das letzte Mal seine Socken gewaschen? Hat er überhaupt Socken an? Ich stelle dir eine ernste Frage. Februar. Nein, you want to say anything before we cut you off? No, I don't think so. Okay, we love you. We love you. You're listening to Radio RaBe. It's 10:53. This is Sonic Nightmares. We're almost out of here. We can't believe it. We have the Battle of the Bands special for you tonight with the Dead Cobains, the Preachers from the Butt Balloon, and Burp. Ladies and gentlemen, we've been playing the worst records I've ever heard in my life. But let me tell you something. I've got something that happened to me. Say something witty. Remember the egg? No. The blue egg. Yeah, the blue egg and the Feldschlössli. Christoph Redmann. But I ain't got nothing to say. Okay. Charlie Redmann. Charles. Charlie Redmann. Charles. I don't like eggs, you know, that much anymore since then. Not hard-boiled. Not only hard boiled. I mean, I don't like blue eggs. You know. Just put any Miracle Whip or on any egg, it'll taste bad. Yeah. That's it. I should have asked for Miracle Whip. Yeah. You wouldn't have mentioned. It will look white. Again. Yeah. Okay. Color that one. What did you find? I found an analog synthesizer. Oh, jeez. That's it? No eggs? No eggs. He found an analog synthesizer. I thought you bring. I have some analog eggs. They're better than the digital eggs. No, I don't think so. They're not as blue. Oh, yeah, that's right. Someone's this old lady. You know, she's about 70 and I think she fell down or something. She had all blood on her head and she ate an egg too. Ich kann ihm. Hate me. Ich auch kann ich grad ab. We're going the same goddamn screw America way. Hippies. Joe, do me a favor. Give us all a break. Canada wall, huh? Here's a quarter. Go play the jukebox, okay? What's the matter, Joe? You got all those opinions and you can't pick a record? Look at this shit music. Those goddamn hippies, they even fucked up the music. I'll have to get my hands on one of those little bastards. All right, okay. Ladies and gentlemen, we're almost out of here. It's 10:56. And who's won and who's lost and what's going on, Jan? Mappy won and Lawrence won, but we have still 2 more tickets and 2 more nights in a very fabulous Schweizerhof zu vergeben. Wenn der Lerner noch einmal anruft und sagt, welche Band 1986 im Haus gespielt mit dem Samer Gitarre, der Oli am Schlagzeug und wer ist da noch dabei gewesen? I'm on. Oh, there's somebody. Let's go. Press. Hey, Lena! Tiger! Hey! Ableger!
Hört ihr mich? Ja, voll drauf. Im Haus, 86. 86, mit dem Sam. 10 Jahre her, so. Ja, Sam, Gitarre, Oli am Schlagzeug. 86. Oder Dan am Bass. Ja, sind das die Radiation? Ja! We have a winner, ladies and gentlemen. We have a winner. Ja, merci vielmals, super. Okay, du bist auf der Gästenliste. Ey, meine, sorry, du kommst der Wille zurückgeschickt. Hey, and listen to Sonic Nightmares. Yeah. You winners, listen to Sonic Nightmares every other Tuesday from 10 to 11. The next show is the Swiss Punk Rock Special. You better listen to it. Genial. Gau? Ja, also, und jetzt super. Kommt zwar kein Schweizer Punkrock, aber es kommt noch ein bisschen geiler Punkrock aus Deutschland. Stunde 6. Das heißt, hey, Adrian und ich haben das halb auswendig in der Schule. Was ist es? Bio, Baby. Also, okay. Hey, merci vielmals, Gau. Ciao. Thanks for sticking with us. I want to say thanks to the Dead Cobains, the Preachers from the Buff Balloon, and both. Ladies and gentlemen, see it live the 31st of May at the White Hall of Bern. Be there or be square. Thanks, guys. All right, we're back here because we're gonna give the last word, just like a wrestling match, to each band to talk about why they will win on the 31st. First, we've got Pete Man from the Preachers of the Butt Balloon. Go for it, baby. Wir spielen Bronzegebiet, so wie Sex Pistols oder Donna 1923. And the next is, who's the next? The next is Peppy, right, the drummer of the Dead Cobains. Kommt und schaut zu, wie wir B.U.R.P. und Preachers of the Butt Balloon abmachen. Wir werden sie fertig machen. Wir werden sie auslöschen. Okay. B.U.R.P. und wir gewinnen, so wie wir alle. All right. The next we got the drummer of B.U.R.P. We've got Jan. What, you said it already. All right. Er stinkt, hat er gesagt. Er stinkt. All right, it sounds bloody, ladies and gentlemen. And remember, presented by Dink Winkerton himself. We can't forget the mighty Dink Winkerton. And I'm out of here. Okay, also das allerletzte Lied, das wir noch hören werden, ist der Beweis, dass man im Sonic Nightmares nicht die ganze Zeit nur Punkrock hört, sondern auch noch ein bisschen Soul. Ja, und jetzt kommt noch ein bisschen Soul von Mr. Blowfly und wenn ihr wollt, nehmt alle Kinder weg vom Radio oder setzt sie erst recht mal her, weil von jetzt an macht es richtig Spass. Achtung, 1, 2, 3, jetzt geht's weg. Soul Man. Ja, der Whole Man halt. I'm gonna tell you guys out there about the most dangerous bitch in the world. You gotta keep an eye on them. Check this out. A clean up woman is a woman who get all the pussy you guys leave behind. Reason I know. Eben, und wir haben eigentlich alle total Nasenbau vom Mr. Blowfly. Mr. Blowfly just sucks, people, so we're gonna listen to something very different. Wir lassen jetzt ein Lied für alle, die das Gefühl haben, dass der Frühling überhaupt nicht herhält, von wegen sich verlieben an diesem Zeug. Eins, zwei, drei, wie kommt das echt? Aha.
mit dir, mein Schatz. Aha. Geht es immer nur bergab. Aha. Geht nur das, was du verstehst. Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Do you hear the little cat? And gentlemen, Sonic Nightmares now will be with you for another half hour so we can continue the contest. Where is Jan? Where are the phone numbers? Jan? Who knows the phone numbers and what's the next question? Hey Jan, where's Jan? Phone number is 333-5008. Und was ist die Frage? Das wissen wir selber nicht, weißt du? This is for... What is this for? Free entrance to the Battle of the Bands at the Right Hall of Bern and... Free single. Gratis Platte und... Was ist der Nummer, Big Band? Die Nummer ist 333-5008. Wir haben eine halbe Stunde mehr bekommen zum Sendung machen und sie werden wir voll ausfüllen. Mit halbe Stunde Nummer 3. Alright. 333-5008. 23, 33, 95, 93, 1, 7, 3, 8, 9, 5. Hi, Mom. Also, das nächste Lied ist für den Tiger. Das ist... Yes, Elastic Band. Elastic Band. Hit it. Hit it. But you never find a place to go. Never find a place to go until suddenly, man, you never even knew what hit you. I say what hit you was the back of your head. That's right. I say get off of the street, get off of the street, boy. People gonna think, yes, they're gonna think. People gonna think you're spies. So you go to get a cup of water just to calm you down. Yeah. But when before you turn around, you got to get a cup of tea. Yes. Hey, you know what was a mama's tea? That's right. Hey, you bunch of dumb guys. Spies. No, no walk.
Und 333-5-0-0-8 und für unsere ausländischen Mitbürger 333-5-0-0-8. Für unsere kanadischen Mitbürger Hörger und der Hörger. What do you win? What do you win, Jan? Come on. Man gewinnt Doppelfreiwillige mit gratis Single von dem populösen Battle of Bands am 31. Mai bei Reitschule Bern. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich noch etwas sagen. Geht nach Osten und nicht nach Zürich Westen. Und eine freie Tramfahrt von Zürich West nach Ostbern. Ja, und ich könnt auch auf meinem Sofa pennen, der Wichser. That's right, you're listening to Sonic Nightmares on Radio RaBe. We're going for another half hour for you. We got members of the Battle of the Bands with you here tonight. The Dead Cobains, Cobains, the Preachers of the Butt Balloon and Burp. Call us because we love you. What was that again? Kaplan Flori. Here he comes through the window. I hear he is. That's right. Ciao zusammen. The Lightning Beatman. Hallo. Ich bin von Hingekappelen. Ich bin geboren in Langasso. Wann hast du das erste Mal deine Socken gewaschen? 13. Februar 1982. Oh! Ah, wir haben auch zusammen am gleichen Ort Lobotomie gehabt, im Inselspital hinten. So. Also, ja, Kreuzfeld Jakob. Okay, what about this battle? Hey, what about this battle? Tiger was in during the break when we were listening to some fabulous sounds. Tiger from the Dead Cobains, bass player of the fabulous Dead Cobains, was asking me, hey, Chris, what about the battle? We haven't really talked about the battle. And why don't you just take over here and say what you want, because you're a gladiator. You are a gladiator. Wir kommen hier zum Konzert, drei Bands spielen und alle sollten sich entscheiden für irgendeine Band. Und die Band, die am besten ist, das sind natürlich vielleicht mehr, die wird nachher gewinnen und die anderen werden auf den Mond geschickt. Und Ballone bekommen Ballone rücken und die Körbser verkorbsen sich im Boden ab. Und die, die gewonnen haben, haben einfach die Single und die anderen nicht. Doch alle jetzt hier. Hey, alle, die ich noch kommen. Gratis. Ja, gewonnen, ich gewonnen, okay. Ja. Wir zahlen für die Stimme. Mehr. Also ich noch kurz einen Satz zu den Butt Balloons hier. You're both sick. This guy's a monster. You're both sick. This guy's a monster. You're both sick. Ich hätte noch etwas sagen. Am 18. Mai ist im... Ach man, muss das sein? Hey, take it easy, guys. Deine Nerv. Yeah, that's right. Aber. Ah! Hey, easy.
Die Redifusion wird wieder übertragen. Fernsehen und die Schweizer haben einen super Beitrag. Und es wird live übertragen auf Grossleinwand im anderen Land. Was ist denn das? Am 18. März. Zum Tuntenhaus kommt es. Ja, das Tuntenhaus wird abgebrochen. Kann man sagen, abgebrochen? Es wird einfach aufgelöst. Yes. Was? Der nächste Song. No, no, not the next song. Ah, there is no more songs. That's right. Und Schweiz gewinnt natürlich. Special. Was die Schweiz gewinnt, leck mir am Arsch. Fußball ist etwas für hier amputiert. Also ich grüße natürlich noch Sandra zuhören. Heute Abend ist noch IBE gegen Faschismus auf dem Balkon. Tonight there is a great band playing at the Reitschule called Killdozer that we're probably missing. And if you guys are staying to listen to us, then you're cooler than I thought. Natürlich grüßen wir noch den Markus. Ja, trotzdem lassen wir jetzt Chrome Cranks stuck in a cave. Let's go, hit it, baby. Chrome Cranks are now going to perform for you live from WMBR Cambridge. Take it away. Also für alle, die jetzt die ganze Zeit gewartet haben und das Gefühl hatten, jetzt kommt gerade noch ein RaBe-Info. Das fällt eben leider aus. Es tut mir wahnsinnig leid. Dafür könnt ihr jetzt noch ein bisschen coolen Sound hören. Also zur Aufklärung, dass ihr wisst, wo ihr hier gelandet seid, spielen euch da unser geiler Jingle ein. Das klingt so. Now, isn't this a perfect setting for a spine-tingling ghost story? Well, strangely enough, this is a ghost story. Do you scare easily? Do you have nightmares? Do shadows on the wall frighten you? Sonic Nightmares, die einzige Radiosendung mit schlechtem Mundgeruch. Jeden zweiten Dienstag zwischen 10 und 11 auf diesem Kanal. That's right, Sonic Nightmares, punk and roll hysteria in English with burned German subtitles. Every other Tuesday on RaBe, 91.1 FM on your radio dial. Eat and enjoy yourself. You're gonna be there at the Battle of the Bands. Wenn man möchte anrufen, kann auf 333-5008, 333-5008, 333-5008, 333-5008. I'm
Also hier noch kurze Information von meinen hawaiianischen Freunden. Hallo? Ja, ist jemand da? Info. Was? Hörst du mich nicht? Mo. Ja, weil wissen, wer nach der Lobby der Info streicht. Nein, wir haben überhaupt nichts irgendwie da. Wir sind weder Piraten mit der schwarzen Fahne noch irgendetwas. Die Info fällt einfach aus oder die Gümme hat mit uns geschnurrt. Nein, weißt du, ich will dich auch nicht anklagen, ich will es einfach von dir wissen. Ja, der Güm hat es gesagt. Güm? Weißt du, wer ist der Güm? Er mit den blonden Haaren, mit den langen Haaren. Ja. Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco. Gentlemen, ladies and gentlemen, it's anarchy. It's anarchy in the studio. It's anarchy in the studio, ladies and gentlemen. It's anarchy with Sonic Nightmares at 11:21. Il cuore matto, matto da legare. Che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via. Che m'hai lasciato e non ritorni. Also, und alle haben das Gefühl, wir haben das Radio RaBe übernommen. Sonic Nightmares hat das Radio RaBe übernommen. Und es geht alles kaputt hier, es brennt schon. Wir gehen alle zusammen unter in einem grossen Lavastrom. Nein, es ist wirklich nicht so, liebe Leute. Wir machen hier einfach ein Loch dicht, irgendwie. Wo die Info hätte sollen herkommen, das ist alles. Und dann, wenn ihr wollt, dann könnt ihr nachher mit uns allen zusammen raus aufs Räseli. Scheisse gleich, ey. Oh man, es ist einfach. Eben gesagt, es ist, wenn wir würden wirklich übernehmen die Station, dann wäre das nicht so eine Krise hier. Ja. Beatman killt gerade die Radiostation. Hilfe! Hallo! Ich bin sehr ganz falsch, ne? Kann mir jemand erklären, was hier abgeht?
irgendwelche Mars-Menschen haben, falls Radio RaBe übernommen. Wir begreifen noch überhaupt nichts, aber wir werden uns bald zurückmelden. Das ist noch die letzte Information von Sonic Nightmares, bevor alles in die Hose geht. Wenn man auf diesem Sender 8 Sekunden lang nichts spielt auf einer Platte oder nichts schnurrt, dann schaltet sich der Computer Commodore 64 ein und kriegt alles vom Äther. Das waren die Mars-Menschen von vorher. Wir haben sie wirklich nicht ganz verstanden, das Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.